Ja, und herzlich willkommen zu einem neuen Part Sprengmeister Simulator Jahrgang, habe ich vergessen. So, erstmal wieder an die scheiß Steuerung hier dran gewöhnen. Falls das hier wirklich zu laut ist, tut mir leid, ich habe nirgendwo gefunden, wo man es untersetzen kann. Ja, wir waren bei dieser Brücke hier stehen geblieben. Wir haben Sprengstofftyp A viermal, Sprengstofftyp B zweimal und einmal den Zersprengstoff. So, ich versuche mal, ob das mit ma von meinem Notebook-Pad, also Maus, da geht. Wie springen wir hier am besten? Ich sag mal, die Mitte muss hier weg mit einem schönen C-Sprengstoff. Drei war es, glaube ich, oder? Nein. Mach ich halt so. Ah! Gott. Das ist eher ein Spiel für Linkshänder, ne? So. Klemmen wir hier oben dran. Sprengstofftyp B. Den hier, den klemmen wir dann. Ach, Mist. Ach. Wenn verzagen, Steffen fragen. Nehmen wir jetzt mal den Sprengstofftyp A. Ich hoffe, das klappt auch. Zack. 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 Ja, zack. Jetzt sollte man sich schleunigst nichts entfernen davon. Man könnte ja von Trümmerteilen getroffen werden. 4, 3, 2, 1. Ja, okay. Also wissen wir zumindest, wie wir da vorgehen sollten. Pass auf, wenn ich jetzt hier reinrenne, sie wurden von Trümmerteilen getroffen. Nein, diesmal nicht. Weil das alles gleich zu Staub verfällt, das ist so was von doof. Okay. Tab. Nochmal neu. Typ A Sprengstoff kommt hier einmal. Ups. Hier einmal und hier einmal dran. Hier und hier. So, Typ B. Kommt hier einmal dran und da einmal dran. Und Typ C kommt wie immer hier dran. Komm schon. Wir entfernen uns. Zwei. Und komm schon, eins, ja, jetzt. Oh, das war eine schlechte Sprengung. Also Tab und noch mal resetten. So, dort oben die zwei A's hin. Setz ich mal. Also das Spiel hier ist einfach nur zum Ausprobieren. Aber was kann man hier mitmachen? Und so, setzen wir ein bisschen nach hinten. So. Und ja. Hier mit C. Setzen wir dorthin. Jetzt können wir schon zurücklaufen. Und zünden. 5, 4, 3, 2, 1. Meine Güte, Nummer. So, jetzt setze ich den jetzt voller A-Sprengstoff. Mal warte mal. Zack, den nehmen wir mit. Den nehmen wir wieder mit. Den nehmen wir mit und den nehmen wir mit. Jetzt wird den hier vor der A.
So, Sprengstoff Typ B. Da. Und daran. Und da. Und C. Kommt da. Wenn der dadurch nicht kaputt geht, der Block, dann kriege ich aber die Krise. Schnell weg hier, bevor wir noch getroffen werden von irgendwelchen Trümmerstücken. Jetzt fühle ich mich aber richtig verarscht. Okay, das war's. Ich muss den... Mein Gott. Wie bin ich hier mit dir genauer? Zack, zack, mein Gott. Habe ich's. Ja, in den Knotenverbindungsstücken. Ich weiß nicht, ob ihr das sieht. Da noch. Hier noch. Dann einmal Typ B. Und Typ C klatschen wir da dran. Oder? Komm. Ein bisschen mittiger. Zurück und dabei zünden wir. Ja. Theoretisch habe ich doch mehr als 50% der Brücke. Na egal. Setzen wir mal hier. Zack, zack, zack. Und in der Mitte tun wir dann ein B rein. B. Tun wir da. Und ein C ersetzen wir dann. Hierhin. Ja. Ja, muss ich erstmal eine Sprengstoffsorte auswählen. Zack und zack. Zack. Und zack. B-Sprengstoff. Immer da. Und da. Ach, ich hätte noch eine Idee. Das wäre dann Versuch Nummer 546 oder was wäre das? Hier A, 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 C. Dann nehmen wir Sprengkreis. 2, ne, nehmen wir 4. Nehmen wir den Sprengstoff Typ B. Zwei, eins, null.
Ich habe keine Idee mehr, wie ich das schaffen soll. Ich sitze jetzt hier schon bestimmt 10 Minuten, denke ich mir mal dran rum. Versuch wie diese Scheiß, wenn diese Scheißbrücke hier zum Einstürzen bringt. So. Ich will das jetzt hier auch nicht offstream machen, oder dass euch das zu langweilig wird. Fangen wir jetzt mal mit drei Sorten haben wir. Sprengkreis 5 an. Das wäre dann B, dorthin und dorthin. Sprengkreis 3. Oder der Kreis 3 wäre dann hier einmal und hier einmal, hier einmal und hier einmal. Und Nummer 1 wäre dann C mit der Mitte. Jetzt habe ich es endlich geschafft. Geil. Nächste Mission. Ha. Okay. Wie sieht das denn hier aus? Ich glaube, das sieht etwas einfacher aus. Ach nee, der Turm, der hatte was Tückisches. Der wackelt so. Nehmen jetzt Typ A. Die Stütze weg. Die Stütze, dann nehmen wir den Sprengkreis 3. Sprengen das. Ja, und das in die Luft. Jetzt verpissen wir uns. Ich habe den, habe ich falsch, oder? Ah ne, zu allen Seiten ist gleich viel Platz. Okay, dann wollen wir jetzt mal zünden. Und gucken, wie der entfällt. Oh, der wackelt aber. Wusste doch, der Turm hat etwas Tückisches. Welches Material ist so biegsam? Okay. Aber mit den verschiedenen Sprengkreisen war schon mal nicht falsch. So, setzen wir. Hier einen. Dann zwei. Hier ein. Drei. Hier ein. Und vier. Einmal mitten auf der anderen Seite. Das müsste dann auch hinhauen. Hoffe ich. Ich glaube, der darf keine anderen Sachen außer dem treffen. Das war die Schwierigkeit. Egal. Drei. Ja. Nee, 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 ich näher mich bloß nicht. Ja, ich habe die Mission erfüllt. Wer sich nähert, ist schuld. Wird von Sachen getroffen. So, nächste Mission. Ich dachte, nächste Mission, oder? Reset-Mission.